Aber er redet die ganze Zeit über den Felix, Digga. Ist jetzt Toni Kollege gegen Felix oder was? So. Oba, der disst sich selbst. Das ist ja geil, Bro. MIB 16. Der Boss mit seiner Antwort. Spannung steigt. Deutschrap retten. Nun gut. Die Leute rufen, Boss, come back. Na gut, dann jippet halt eben noch einmal ein Boss-Comeback. Robert. Na gut, da gibt es halt noch mal ein Boss-Comeback. Na gut, da gibt es eben noch einmal ein... Na gut, da gibt es eben noch einmal ein Boss-Comeback. Na gut, da gibt es eben noch... Na gut, da gibt es eben noch einmal ein Boss-Comeback. Ey, diese Double-Time-Passagen, so schnell macht das keiner nach. Die Einzige, der Boss-Comeback. Meine Damen und Herren. Das Intro kann man doch eigentlich mal skippen, oder? Jetzt haben wir doch jetzt 1000... Ah, da geht's schon los. Also bevor es losgeht, ne, gönnt euch mit mir, seht ihr diesen Klotz von Eiswürfel da drin, Digga? Ja, diesen brillanten... Ja, das ist ein purer Brillant, eisgekühlt. Mein Partner Holy hat einen leckeren Eistee am Start. Ne, der, was heißt einen leckeren? Also die haben einen neuen rausgebracht, der schmeckt mir nicht, muss ich ehrlich sein. Das Geschmackssache ist Minze. Ich habe aber einen hier drin, der mir immer schmeckt. Und das ist Mango Passion Fruit, Digga. Das ist absolut krass. Es gibt auch noch andere. Acai, Hibiskus, Blackberry, schwarzer Tee, Apfelgrüner Tee und. Es gibt auch noch Energy Drinks. Der zweite Link in der Beschreibung. Checkt es doch gerne mal aus. Ich nehme jetzt noch einen dicken Schluck und dann gehen wir hier rein. Ja, da sind wir wieder, liebe Freunde, bei einer neuen Folge mitten im Boss Life. Und wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende dieser wunderschönen Promophase und dem Release-Date, dem 7.7. Es ist wirklich schade, also das Ende dieser Promophase ist wirklich schade, weil ich persönlich könnte dem Boss in dieser Form, in der er sich hier gerade präsentiert, wirklich, glaube ich, ein Leben lang zuschauen. Ja, mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge sehe ich diesem Release-Date entgegen, aber es wird schön. Bosnia, was war gewesen die Woche? Was war da los? Irgendwas. War irgendwas. Boss, ich bin dir ganz ehrlich, ich habe gar nicht viel mitbekommen. Ich war nur am Schneiden. Ja, ja, du bist da auch beschäftigt die ganze Zeit. Ne? Da mutet man dir auch einiges zu in so einer Promophase vom Boss. Da hättest du auch nicht gedacht. Nee, überhaupt nicht. Das ist Alpha weiter so, Junge. So, jetzt gibt es noch ein Frühstück hier, obwohl es natürlich schon mittlerweile Mittagszeit ist. Aber wir sehen... Oh, da hat der Make-up-Artist aber auch mal beim Boss ein bisschen nachgeholfen hier. Ne? Momentan durch ohne Frühstück. Erst die Jagd, dann die Beute. Nasche, sag ich immer. Weil er so gern nascht. Und das ist jetzt hier aber allerdings ein Protein-Pancake. Low-Carb-Protein-Pancake. Nur eins, erzähl doch mal den Jungs da draußen, was da drin ist. Also die bestehen größtenteils aus Schokoproteinpulver, bisschen Backpulver. Es interessiert jeder, also ihr habt sie ja alle schon gesehen, ne? Aber ich stelle euch vor, ihr guckt diese Folge auch gerade zum ersten Mal. Jeder, der die zum ersten Mal guckt, will einfach nur die Antwort auf das Shindy-Ding sehen. Niemand interessiert, aus welcher Zusammenstellung diese scheiß Pancakes sind. Und ein bisschen Haferflocken für die Carbs für mich. Mhm. Ist natürlich jetzt nicht so saftig wie ein normaler Pancake, aber das sind dann jetzt zum Beispiel Pancakes, die nach dem Training gut sind, wenn du Carbs brauchst. Weißt du? Ich brauche Carbs. Was bin ich? Ektomorph? Du bist ein Ekto. Ja. Ganz klar. Ich brauche Carbs. Der Bus ist ja vom Körpertyp. Ich soll das aber nicht skippen, ne? Ruhig, Gigi, ganz ruhig. Ja, ja, okay, ja, aber was interessiert mich hier? Die Carbs, Digga. Ja, weder Ecto noch Meso noch Endo, sondern Akkordeon. Also er geht auseinander oder zusammen, so wie er es gerade möchte und verwandelt sich als Mensch komplett innerhalb von einer Woche, wenn er will. Und ist dementsprechend gerade auf No Carb, weil ich ein bisschen sensibler auf Carbs reagiere. Heißt Bachschiss. Wir wollen jetzt mal noch hier Richtung 10% Körperfett gehen dieses Jahr. Guten. Ich gehe dieses Jahr auf in Richtung 110% Körperfett. Und ich bin auf einem guten Weg, gut, wie ihr seht. Gut, mein Lieber. Boss, Eilmeldung. Frederik, was Eilmeldung. Los? Eilmeldung. Was der ist, Herr um Konrad. Um Himmels Willen. Der Herr Konrad. Ruhig Blut. Was ist mit Herrn Konrad? Ich bin empört, der Herr Konrad. Was ist mit Herrn Konrad? Der hat so ein Beleidigungslied rausgebracht. Jetzt gerade eben. Wie? Ja, gucken Sie hier. Gegen wen? Na, gegen den Felix. Was? Der Michi gegen den Felix? Der Michi gegen den Felix. Frederik, zeig mir das. Frederik, das muss ich sehen. Na klar, schauen Sie hier. Frederik, das... Gegen den Felix. So, als wäre das so ein anderer Typ im Raum. Das Digga. Muss ich sehen. Schauen Sie. Hören Sie sich das an. Du bist in deiner Blüte, höchstens bei deinem Blümchen-Sex. Ich bin in meiner Blüte, Bitch, es ist ein Frühlingsfest. Wenn ich Bucherer, dann Wempe oder Rüschenbeck. Gott weiß, ich spoil den fetten Arsch an meinem Bügelbrett. Füg den Mio an meinem Handgelenk an Bergtagen. Weißt du, was das heißt? Wir werden uns nicht vertragen. Felix, du denkst, der
während seiner Blütezeit. Wie kommt der? Mit das ist ein Typ, Alter. Oh, Frederik. Zieh mir mal das Seidentuch aus meinem Sakko. Es ist ja... Ey, guck mal. Lass mich doch nochmal weiterhören. Zeig den Leuten irgendwas. Bosnia. Er geht jetzt so darauf ein, oder was? Okay. Mach mal irgendwas jetzt. Bau da in die Basketball ein, was wir da gestern... Es ist wirklich... Es ist eigentlich so eine... Es ist... Digga. Waren das jetzt Freudentränen oder was, weil er sich so freut? Was er gespielt haben. Zeig das den Leuten mal. Das muss ich erstmal verarbeiten, kurz. Frederik, zeig mir mal jetzt den ganzen... Der heult einfach los. Wie geht das nochmal? Wie heißt das nochmal? 21? Nicht 1, ja, aber... Jordan! Aber wie heißt das Spiel, wo man... Jordan! Wie heißt das nochmal? Wo man diese Buchstaben wirft. Ach so, das ist doch bei 21 so, oder? Du musst quasi... Genau. Ja, ja, stimmt. Es heißt aber eigentlich 21, weil das heißt Jordan und 21 spielt man bis 21, aber Jordan spielt man bis 23. Egal, Scheiße. Ja, sollen wir eine Runde spielen? Habt also so kenne ich's. Komm. Wie geht das nochmal? Man... kriegt für jeden Korb einen Punkt. Wenn du getroffen hast, darfst du nochmal werfen von der Mitte aus. Mhm. Kannst dich auch entscheiden von ganz hinten für 2, glaube ich, nicht für 3 Punkte. Der Ball darf einmal... Krass, Kolle sieht da aus, als wäre der gerade eingeschult. ...aufkommen und dann muss der Nächste den grabben. Wenn er das nicht macht, ist der danach dran. Mach du als Nächster. Ja, I know. Basketball skippen. Ach was. Soll ich skippen? Wir machen beim Dart... Ich hab sie noch nie so weinen sehen. Haben die Zeilen sie so hart getroffen? Frederik, das sind Freudentränen. Frederik, das sind Freudentränen. Alter, was ein Typ, ehrlich so. Er macht sich einfach weiter lustig, Digga. Haben die Zeilen sie so hart getroffen? Frederik, das sind Freudentränen. Ist dir klar, was passiert ist? Unsere Kampagne Support für den Michi ist geglückt. Das hat gefruchtet, das Ganze. Geglückt? Hast du so einen Michi in den letzten Jahren erlebt? Frage ich dich ganz ehrlich. Ah, ist das schön, ist das schön. Die Kampagne ist geglückt, Alter. Ey, der Boss wird gedisst und sieht sogar darin einen Erfolgsmoment. Schön, Frederik, das ist ein großer Triumph. Das sind Freudentränen, das hast du bei mir auch selten gesehen. Ne? Unsere Kampagne Support für den Michi ist geglückt und das ist auch dank euch möglich gewesen, weil ihr Mut gemacht habt, weil ihr am Start wart. Ihr seid Alphas! Ich habe das gesehen in den Kommentaren die ganze Zeit. Wir haben das alle gemeinsam geschafft, wir haben an einem Strang gezogen und wir haben hier wieder einen Michi in einer Zeit, wo man schon dachte, Mensch, das wird nichts mehr. Was denn? Ist das nicht rührend? Also, Shindy sein Hype haben wir nur dem Boss zu verdanken. Wir sind jetzt erstmal froh, dass der Michi wieder da ist, oder Bosnia? Hey, wir sind froh, wir haben es geschafft. Oh, herrlich, Triumphzigarre, Frederik. Ist das eigentlich das Tuch aus der Box, das Sie extra noch gekauft hatten? Nee, das ist original Hermes, das ist nicht von Michi, aber ist auch voll geheult. Da können wir eigentlich mal direkt noch eine Box bestellen von Michi. Also, da ist doch dieses schöne Tuch drin, das möchte ich mir doch hier reinstecken, wenn wir am 7.7. unser Release feiern, Frederik. Bestell mal noch eine Box. Was mit Verlaub? Ich würde das nicht unterstützen. Nein, wir haben gesagt, wir machen die Promo mit für den Michi und das ziehen wir bis zum Ende durch. Na gut, Promo hin. Feuer, Frederik, Feuer. Hey. Ach, ich weiß ja, dass sowas abprallt wie in der Teflonschicht. Aber... ich will das nicht auf mir und auf dem Boss sitzen lassen. Ich hätte auch gern mal den alten Boss zurück in seiner vollen Kampfkraft. Also, dass der Boss mal wieder ein Battle macht. Also, ich muss ihn an seiner Ehre packen. Ich muss ihn weiter aufhetzen. Ich werde jetzt richtig Fitna machen. Das können Sie mir glauben. Richtig Fitna. War das jetzt schon eine Anspielung auf das Battle, was dann kommt? Merkst du, Massi kommt zurück? Stellt euch mal vor, wie krass das wäre, wenn jetzt auf einmal wirklich Shindy da reinkommt, Digga. Alter, und diese Start live. Alter, wäre das krass. Aber das ist ja total, das hätte die mir, wäre ich ja schon tot gespammt worden. Einserich. Nein. Keinserich. Du hast ja eine lange Reichweite. Ja. Fingernägel raus. Die leichten Bälle macht er natürlich. Ja,
Ja, ich kann jetzt auch nicht immer so lang warten. Wisst ihr, an die, die es jetzt abfuckt, wenn ich skippe, ihr müsst es verstehen, ihr habt das alles schon gesehen, ne? Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da todeshype drauf bin oder dass ich den ganzen Tag daran denke und ich das gucken muss. Ich bin einfach sehr stark neugierig und ich will das auch sehen. Weißt du, ihr habt es alle schon gesehen und ich warte immer, bis ich in den Streams bin, so. Und dann, das ist halt dann, irgendwann ist die Spannung zu groß, Alter. Aber Boss, nochmal, so tief unter der Gürtellinie, das geht doch nicht. Frederik, ich frage dich, was hättest du jetzt lieber gehabt? Hättest du jetzt wieder das übliche Rumgestöhne, als ob wir hier bei der Pornosynchronisation sind, gehabt als District? Ja, wenn dann doch richtig, dann doch lieber zu viel als zu wenig. Also ich weiß nicht, ich würde mir das nicht gefallen lassen. Da musst du drüber stehen in dem Moment, Frederik. Warte mal. Und sind gehabt als District? Ja, wenn dann doch richtig, dann doch lieber zu viel als zu wenig. So nimmt er das also, ja, okay. Also ich weiß nicht, ich würde mir das nicht gefallen lassen. Da musst du drüber stehen in dem Moment, Frederik. Ob das Colles letzte Worte sind? Der hat ja jetzt, also ich gucke das heute am Mittwoch, den 28. Der hat ja gestern, glaube ich, irgendwie so eine Insta-Story gemacht, wo er so sagt, ja, das machen wir ganz zum Schluss. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß jetzt auch nicht, was noch in der Folge kommt. Vielleicht bin ich in 10 Minuten schlauer. Aber ich glaube nicht, dass da nichts von Colle kommt. Ja, klar hätte man das sportlicher nehmen können und man hätte da vielleicht auch hier und da nicht übers Ziel hinausschießen müssen. Aber mir ist das so lieber, dass einer auf den Platz kommt, motiviert und dann macht der aus Versehen vielleicht eine Blutgrätsche gegen den eigenen Mann. Versucht er das? Geschenkt. Gegen den eigenen Mann? Ja, ja. Macht der aus Versehen vielleicht eine Blutgrätsche gegen den eigenen Mann? Gegen den anderen Mann eher, macht aus Versehen eine Blutgrätsche. Versucht er das? Geschenkt. Wir können alle gemeinsam als Deutschrap-Szene jetzt nach vorne schauen, weil da ist jetzt wieder ordentlich Leben in dem Saftladen, direkt darauf kommt's an. Ich wollte einen Rebound, kennst du das? Football oben durch, kennst du? Er sieht aus, als würde er gerade eingeschult werden. Alter, wie jung sieht er da aus? Er hat wirklich einen Körper in den Jungbrunnen gemacht, Digga. Ja? Ja. Von hinten angehechtet. Ah, Boss. Der geht persönlich gegen die Familie. Ja, da hat der Frederik ein paar ausschlaggebende Argumente. Frederik, aber das nehmen wir jetzt mal einfach in Kauf. Hör mal, wenn Schinderella nach 6 Jahren Dornröschenschlaf da aufwacht, dann ist das normal, dass man da ein bisschen morgenmuffelig ist und ein bisschen rumzickt, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Das sind aber würzige Formulierungen hier vom Boss seitens Schindy. Ist das normal, dass man da ein bisschen morgenmuffelig ist und ein bisschen rumzickt, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt? Das nimmst du dem jetzt nicht so krumm, das kennst du doch von deiner alten Zuhause auch. Es ist einfach herrlich. Ich weiß, es ist der Geschmack des Triumphes. 17 schon? Der Geschmack des Triumphes. Alter, er pickt sich komplett die Credits raus. Hier, sag mal, der ist doch 15 geworden. Das anerkennen. Glückwunsch zum Sieg. Da möchte ich mit dir natürlich später auch anstoßen und dir auch Danke sagen. Das war lustig. Da möchte ich mit dir natürlich später auch anstoßen und dir auch Danke sagen. Das ist witzig. Aber andererseits auch, es ist ja normal. So war es doch immer. Wir haben es doch auch früher so gemacht, Frederik. Mit Mutter dissen und so weiter. So gehst du halt vor, wenn du an einem Punkt bist, wo du dich wieder hocharbeiten willst. Dann disst du die größeren Namen mit Mutter. Das hat in der Branche, nennen wir das Shock Value. So. Hier, der hat doch meine Reaction gesehen. Deswegen habe ich auch vorher schon mal zurückgedreht. Weiß ich jetzt natürlich nicht. Will ich auch nicht in den Raum stellen. Aber das ist echt zum zweiten Mal genau das Gleiche, was ich in der Reaction gesagt habe. Der Schockmoment. Dann disst du die größeren Namen mit Mutter. Das hat in der Branche, nennen wir das Shock Value. So. Das lebt jetzt durch den Schockeffekt. Das hätte man dem Michi nicht zugetraut. Und das ist das Schöne. Wir haben hier wieder Seele in dem Mann. Verstehst du? Da ist wieder Hunger. Der kämpft um seine Karriere, verdammt nochmal. Der kämpft um seine Karriere, verdammt nochmal. Aber immer dieser von oben herab Ton, Digga, das ist wirklich, Alter, der nimmt ihn immer noch hops, ich schwör dir. Beruhigt euch, ich weiß, Kolle hat's nicht von mir, Alter. Nehmt doch, guck mal, ihr wollt doch auch, dass ich nicht alles auf die Goldwaage lege, dann beruhigt euch doch mal. Den Schockeffekt, das hätte man dem Michi nicht zugetraut. Kollege, schön arrogant, nach wie vor, ja. Und das ist das Schöne. Wir haben hier wieder Seele in dem Mann. Verstehst du? Da ist wieder Hunger. Der kämpft um seine Karriere, verdammt nochmal. Das wollen wir sehen. Und wenn der da ein bisschen da übers Ziel hinausschießt, Frederik, dann sei das geschenkt. Du musst überlegen, wir haben den Michael auch ordentlich gepiesert dieses Jahr. Wir haben den auch geärgert im Internet, Frederik. Das sind niemals Colles letzte Worte. Also ich weiß überhaupt nichts, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist doch. Aber Frederik, der Boss müsste mal abaschen. Also Hand auf und spiel den Asche wie ein R&B-DJ. Normal, dass der Junge nach 6 Jahren irgendwann aber die Schnauze voll hat und auf den Putz haut und sagt, jetzt reicht's mir so nicht.
es reicht, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. So, und dann noch das ganze Botox da im Gesicht, da vergeht einem mal das Lachen. Da wird man mal wütend. Frederik, das ist menschlich. Frederik, ich weiß sowieso nicht, warum du mich hier die ganze Zeit aufhetzen willst. Der junge Mann hat dich genauso beleidigt. Beleidigt? Stimmt, ja, ja, ja. Stimmt. Nein, das ist doch ein ganz normaler Umgangston bei uns. Das höre ich doch jeden Tag von Ihnen, Boss. Ja gut, hast du auch wieder recht. Ja, das hörst du jeden Tag, du fettes Schwein. Du fetter Bastard, mach den Wagen sauber, Digga. Zu Recht. Absolut. Na klar. Wenn ich gehe, bleibt deine Leere. Doch meine Lyrik bleibt ein Nebel für Nachkommen. Digga, was ist denn mit Asche schon wieder? Wenn ich einmal gehe. Was ist für eine Hook? Rosen aus Blattgold. Kommt heute mitten im Boss Live? Nee, kommt nicht. Sex, Kennergy, nee, mitten im Boss Live gucke ich heute nicht. Finde ich deswegen auch so geil, weil uns irgendwann mal so. Wenn ich gehe! Was ist denn, wenn der Boss irgendwann mal nicht mehr da ist? Was bleibt dann zurück? Nichts. Nichts. Verbrannte Erde. Die Welt wird untergehen. Und wie sieht die Deutschrap-Szene dann aus? Und dann kam das ziemlich schnell, dass wir mit einem sehr moody, emotionalen Piano angefangen haben. Die Hook haben wir dann ziemlich schnell entwickelt und dann, wenn ich gehe, ja, ist das mal irgendwie auch eine andere Sorte Kollegah-Song geworden, der aber, denke ich, auch sehr interessant geworden ist. Dieses Gelaber gerade, ich kann es gerade wirklich kaum noch hören. Auf jeden Fall ist die Asche hoch gerade, Digga, die war auf jeden Fall wieder, die war richtig krass schon wieder. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Hi-Hat kann man so ein bisschen interpretieren wie so ein Ticken von der Uhr, die natürlich auch die Vergänglichkeit und die Zeit, die abläuft für uns alle, die das symbolisiert. Und ich persönlich finde das auch krass. So in Deutschland sind wir... Ey, ich skipp jetzt. Oft so, dass wir... sehr. Weint keine... Digga. Wenn ich einmal gehe, weint keine Tränen, sondern schmückt mein Grab mit Rosen aus Blattgold. Mega Hook. Mega. Ich glaube, der war's, ne? Mega krass. Asche krass. Richtiges Gesangstalent. Ich glaube, der war's, ne? Mhm. Richtiges Gesangstalent. Richtiges Gesangstalent. Mic drop. Richtiger Gesangskalender. Geil, Mann. Also, Boss, ich würde mir das nicht gefallen lassen. Frederik, lass gut sein. Hör mal, das ist doch gerade die Definition von Free Spirit. Mal die Eier auf den Tisch packen. Und wenn es 6 Jahre später ist. Ja, besser später als nie. Hör mal, wir haben den Spartakus in Michael wieder geweckt. Das ist ein Erfolg. Schluck das runter, hack das ab. Das ist gut für Hip-Hop. Also, wenn er das wirklich so sieht, finde ich es krass. Aber ich kann mir nicht, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass da nichts kommt. Also, so, ich weiß nicht, ob so ein typischer Diss-Track kommt, wäre natürlich voll krass. Vielleicht kommt auch irgendein anderer Track, in dem er so Stellung dazu bezieht. GAH, keine Mucke für den Megapark. Regier härter, als ich's jemals tat. Doppelte Stränge wie die DNA. Naja, keine Mucke für den Megapark. Also, zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Oder. Würde ich nicht sagen. Also, ich glaube, wenn du mal im Megapark auftreten müsstest, wüsstest du schon, welche Tracks du da spielen könntest. Bis Megapark war gut. Ich finde, dieser Song ist so ein bisschen behind the scenes. Ich soll skippen bis 1940. Ich meine, es interessiert mich halt schon. Oh nein, das will ich sehen. Das Gelaber will ich natürlich sehen hier. Das geht noch mehr on pointer. Das ist schon sehr unter die Gürtellinie gegangen. Ja, ich weiß, was du meinst, Frederik, klar. Dabei bietet ja der Felix auch genug Angriffsfläche eigentlich. Ja. Was der sich da in den letzten Jahren auch für Fettnäpfchen... Aber er redet die ganze Zeit über den Felix, Digga. ...glaubt hat, der alte Psychopath, der mit seinen Psychosen da immer... Ich habe auch manchmal mit dem Kopf geschüttelt, obwohl er ja meine bessere Hälfte ist. Ich kann ja nichts sagen. Er ist ja eh ein Sturkopf. Öfters benehmen wir uns, als wären wir schizophren. Besuchen morgens die Moschee, abends die Diskothek. Aber manchmal habe ich doch selber mit dem Kopf geschüttelt. In ein paar Punkten hatte mich ja gar nicht so unrecht. Ich weiß, was du meinst, damit der Familie hätte nicht sein müssen, ja. Er ist todes Schizo. Man hätte es ein bisschen stilvoller machen können, ja.
das mit der, hier, ja, das mit der Familie hätte nicht sein müssen. Ja, man hätte es ein bisschen stilvoller machen können. Ja. Mit der Familie hätte nicht sein müssen. Ja, man hätte es ein bisschen stilvoller machen können. Ja. So ein bisschen stilvoller. Wie der Farid und ich auf JBG 3. Der hat so viel Angriffsfläche, der Felix. Verdammt nochmal. Ja, ich hätte es anders gelöst. Also wenn ich dem Felix mal die Meinung geigen würde, ich hätte es anders gelöst. Da ist doch Angriffsfläche da. Ja, schwamm drüber. Aber ja, nichtsdestotrotz, Boss. Ich würde es mir nicht gefallen lassen. Ich weiß nicht. Lass die Fitna sein, Frederik. Lass die Fitna sein. La Deutsche Vita ist der Spirit. Das nehmen wir schön mit für den Sommer. Den er sofort ein großer Fauxpas. Er dominiert die Straße wieder mal allein durch seine bloße Tonart. Und dann setzt er wieder mal die Worte in den Takt wie ein Choreograf. Und da presst er wieder mal die Worte in den Takt wie ein Choreograf. Übrigens, also die neue Folge, die in 15 Minuten erscheint, die können wir nicht noch zusammen gucken, ne? Das geht, das haut nicht hin. Das ist dann zu late. Und zwar Siegerlächeln mit einem Rosé-Goldzahn. Den finde ich so richtig schön staccato. Geiles Material. Ja, alles ganz in die Kolle geht. Aber mittlerweile ist... Finde ich so richtig schön staccato. Geiles Material. Ich finde den dope. Aber mittlerweile ist es mir auch egal, ob er gegen den Michi geht. Gegen Kolle geht, gegen Felix geht, gegen sich selbst, ist mir alles ganz egal. Hauptsache, ich sehe den Boss mal wieder im Battle-Mode. Ach, Boss. War aber das Ding zu, ist es schön, ist es schön. Nee, Boss, also mir ist ja auch mittlerweile egal. Gegen. Wisst ihr auch so, auch wenn das natürlich ja alles geschauspielert ist von Kollega, nur wenn das alles ein Entertainment ist und bla bla bla, kann natürlich sein, dass das seine feste Aussage ist und sein Statement zu dem ganzen Beef, so von wegen, dass er wirklich da drüber steht und so, ne? Weiß ich noch nicht, ob man dem zu 100% Glauben schenken kann, weil ich mir ultra gut vorstellen kann, dass da noch was kommt und ich mir eigentlich eher sehr schlecht vorstellen kann, dass so gar nichts kommt. Aber interpretiert nichts rein, ich habe keine Ahnung, also ich habe, es ist nicht so, dass ich irgendwas weiß, ich weiß gar nichts, 0,0, ich weiß genauso viel wie ihr, wahrscheinlich noch weniger. Wahrscheinlich noch weniger. Trotzdem ist die Art und Weise hier, die der Boss oder Felix, nee, der Boss hier gerade an den Tag legt, ist eigentlich auch so aufs Leben gesehen, ne? Voll die gute Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Nämlich so hart manche Dinge sind und so krass, wie die erscheinen, einfach drüber stehen. Es gibt so viele Dinge, die erstmal so scheinen, als wäre es unmöglich, da drüber zu stehen, weil sie einen so triggern, einen so aufregen, so ärgern, so beschäftigen, so sonst was. Aber oft ist das Beste einfach drüber stehen. Ja, und sich selbst nicht so ernst nehmen ist auch ganz gut, ja. Und sich auch vor allem nicht von der Fitna, also ich meine, Frederik ist ja jetzt hier der Fitna macht und Frederik müsst ihr euch quasi als denjenigen vorstellen, so als das Publikum, als Instagram, TikTok, alle. So, also nicht alle, aber ich denke schon 80%. Und auch ich zähle mich dazu, als ich in meiner Reaction gesagt habe, so, das wird Korde niemals auf sich sitzen lassen, so, ne? Aber eigentlich, warum denn nicht? Muss Kolle irgendwem was beweisen? Die Leute, die Kolle geiler als Shindy finden, finden Kolle auch geiler, ob er jetzt Shindy disst oder nicht. Und deswegen könnte er einfach fünfe gerade sein lassen. Vielleicht macht er das auch, vielleicht ist das hier Real Rap, was er auch schauspielerisch darstellt. Ich glaub's aber nicht. Ich glaub's nicht. Und natürlich aus Hip-Hop-Konsumentensicht wäre natürlich Endboss. Also für mich wäre natürlich Endboss und Endgeil, wenn da ein Battle kommt und wenn ein Song von Kolle kommt. Ne? Es ist auch für mich immer, ich krieg immer diese Kommentare, die mich auch wirklich, also ich lese sehr selten Kommentare, aber bei so großen Dingern natürlich, wenn ich da irgendwie eine Reaction mache, die nach einem Tag 100.000 Aufrufe hat, lese ich mich da schon mal durch und mir geht es schon hart auf den Sack. Ich weiß, dass ich es nie vermeiden kann, aber dass die Leute immer so denken, so immer dieses... Jiggy, hör auf, Kolle zu beschützen. Jiggy, hör auf, Kolle in Schutz zu nehmen. Jiggy, bla bla bla. Ich verstehe, wenn ihr das so seht, ne? Aber das ist einfach nur mal, wenn du eine Sympathie für jemanden hast. Gar nicht im privaten Feld oder so, sondern einfach, wenn du jemanden magst, wenn du die Mucke magst, wenn du alles an ihm feierst, dann ist es einfach so. Und selbst hätte ich keinen Kontakt mit Kolle und kein Feature in Aussicht. Und all das nicht wäre... würde ich trotzdem so reagieren. Ihr könnt euch, ich weiß nicht, wie viele Reactions von mir reinziehen auf Kollega, die ich auf ihn gemacht habe, wo Kollega noch nicht mal wusste, dass ich existiere.
Dieses Argument zieht nicht. Ich will hier keine Ahnung, wie viele Reactions, lass es, vielleicht habe ich 20, vielleicht sind es 70, ich weiß nicht, wie viele Kollega-Reactions ich auf meinem Kanal habe. Ne? Aber mehr als die Hälfte von den Reactions sind Reactions. Ich höre nicht auf, mich zu rechtfertigen. Mich nervt es auch, dass ich immer, das nervt mich so sehr. Das nervt mich so. Die Leute unterstellen mir was, das muss ich annehmen. Wenn ich was dazu sage, darf ich mich nicht rechtfertigen. Aber ich rechtfertige mich. Mir ist es prinzipiell egal. Ich will euch einfach nur das Gegenargument liefern. Mehr als die Hälfte von den Kollega-Reactions habe ich immer schon gleich auf Kollega reacted, ohne dass Kollega wusste, dass ein Jiggy existiert. Und jetzt kommen die Shindy-Fans aus den Löchern, die denken, Shindy hat das Krasseste gemacht, was es jemals gab, Alter. Und der Jiggy muss das komplett bedingungslos abfeiern. Ansonsten ist er eh nur ein Kollege Groupie, der Collis Schwanz im Mund hat. Und das geht mir halt manchmal auf den Sack. Und was mir auch genauso auf den Sack geht, das habe ich ja auch schon in der Shindy-Reaction gesagt, das geht mir wirklich auf den Sack. Es geht im Deutschrap und generell so, es ist immer so, from hero to zero, Dicker ist so. Und andersrum genauso. Und es geht mir auf den Sack, wenn ich an ein, ich bin Team Kolle, okay? Und ich stehe wenigstens dazu. Und auch wenn Shindy einen geilen Move gemacht hat und dieser Diss gut war und gute Lines dabei waren, ne? Ändert das doch nicht, dass ich jetzt Kolle den Rücken zudrehe und jetzt sag, Shindy! Woo, du hast ihn ge***t, Bruder! Wisst ihr, das ist für mich Heuchelei. Das ist für mich Heuchelei, Digga. Kenn dein Camp und steh mit deinem Camp. Das ist mir lieber als Fähnchen im Wind, Opportunisten, die, egal wo der Hype gerade ist, feiern und egal wo getreten wird, treten. Real Rap, das wollte ich kurz an der Stelle nochmal loswerden, Digga. Ob gegen Michi oder gegen Felix, mir ist es vollkommen egal. Wie gegen Felix? Jetzt hör aber. Sorry, ich hab mich gerade wieder voll in Rage geredet, aber das muss manchmal einfach raus, Digga. Ja, du kannst ja auch beide feiern, ist doch cool. Ich feiere doch auch shitty Songs. Nee, Boss, also mir ist ja auch mittlerweile egal, gegen wen sie battlen. Ob gegen Michi oder gegen Felix. Mir ist es vollkommen egal. Was haben die denn mit diesem Felix, Digga? Wie gegen Felix? Jetzt hör aber mal auf, ja? Ich werde doch nicht gegen meine bessere Hälfte, gegen mein eigenes Fleisch und Blut antreten. Hör mal, egal was der Typ sich für Sperenzien erlaubt. Der Felix ist immer noch mein Bro, okay? Kommen Sie, Boss. Das wird niemals zustande kommen. Ist er Schizo? Der Felix ist immer noch mein Bro, okay? Kommen Sie, Boss. Das wird niemals zustande kommen. Wer ist denn Mario? Kennst du nicht? Den kann nur ich sehen. Also mit dem gehe ich durch dick und dünn, egal was. Das ist mein Bruder. Dass du das überhaupt dir vorstellst, Frederik, du träumst mir in letzter Zeit zu viel. Aber was Frederik! Fuck, Alter. Frederik! Er kriegt... Sag mal, that escalated quickly. Das ist mein Bruder. Dass du das überhaupt dir vorstellst, Frederik, du träumst mir in letzter Zeit zu viel. Aber was irgendwas muss sein. Also ich weiß schon, wer dieser Felix ist. Na klar, dieser Felix ist Kollege, aber warum reden die ganze Zeit in der dritten Person über ihn, Digga? Das überhaupt. Also mit dem, da verliert der Boss aber mal die Kontenance. Dem gehe ich. Felix ist immer noch mein Bro, okay? Kommen Sie, Boss. Das wird niemals zustande kommen. Also mit dem gehe ich durch dick und dünn, egal was. Das ist mein Bruder. Dass du das überhaupt dir vorstellst. Guck mal, ich finde das so lustig, dass du, wie du siehst, wie die Situation eskaliert, wie er die Zigarre, ne, von der rechten in die linke Hand nimmt, um die rechte Hand frei für die Rückhand zu haben. Digga, ist wirklich lustig. Hier nach vorne geht. Also Frederik, du redest mir in letzter Zeit so viel und sich die Hand für die Rückhand, das ist wirklich lustig. Also mit dem gehe ich durch dick und dünn, egal was. Das ist mein Bruder. Dass jetzt. Du das überhaupt dir vorstellst, Frederik, du träumst mir in letzter Zeit zu viel. Frederik! Das ist wirklich lustig. Fuck, Alter. Das ist wirklich lustig. Scheiße. Ja, irgendwann ist doch mal gut, Bosnia. Oh Gott, was ist denn hier los? Frederik. Träumt er das jetzt, oder was? Ey, hör mal. Ja, wisst ihr, wie das anfängt? Das fängt an, wie Yoshi auf Super Nintendo das Bowser-Level. Das Endgegner-Level von Bowser. Das jetzt. Ey, hör mal, Felix. Die letzten Jahre liefen für dich richtig hart und kacke. Und zu allem Überfluss hast du jetzt auch noch den Michi an der Backe. Ist doch top. Und merk dir eins. Um eine Pussy zu ficken, braucht der riesige Bosskopf keine Mutter zu dissen. Überhaupt, der Plan geht... Laber.
Warte mal kurz. Kacke. Ist jetzt Toni Kollege gegen Felix oder was? Zu allem Überfluss hast du jetzt auch noch den Michi an der Backe. Ist doch top und merkt dir eins, um eine Pussy... Warte mal, warte. Ey, hör mal Felix, die letzten Jahre liefen für dich richtig hart und kacke. Und zu allem Überfluss hast du jetzt auch noch den Michi an der Backe. Ist doch top und merkt dir eins, um eine Pussy zu ficken, braucht der riesige Bosskopf keine Mutter zu dissen. Überhaupt, der Plan geht doch gerade auf. Free Spirit hat dem seelenlosen Lauch wieder Leben eingehaucht. Das ist Alpha. Ey, wie krass, Alter, jetzt mal bei Real Rap. Sag mal, warte mal. Wann kam der Shindy-Diss? Am Mittwoch, heute vor einer, kam der heute vor einer Woche? Es kam zwei Tage, Moment mal. Es kam heute vor einer Woche der Diss und zwei Tage später hat Kolle, der hat das Ding in zwei Tagen gemacht? Also ich muss mal gucken, welches Ausmaß das nimmt. Aber das ist ja zu up-to-date, Digga. Das ist ja wirklich zu krass. Da musst du wirklich einen kühlen Kopf bewahren wie Serienkiller im Eisfach. Wenn du nach so einem Beef, also was das ganze Land so aufrührt, das ganze Hip-Hop-Deutschland, alle denken, boah, wie krass und so, Kollege wird gedisst von Shindy. Und du setzt dich hin innerhalb von zwei Tagen und weißt, dass das Volk wartet auf die Antwort. Du setzt dich hin und schreibst direkt so Up-to-Date-Lines. Eins, um eine Pussy zu ficken, braucht der riesige Bosskopf keine Mutter zu dissen. Um eine Mutti zu ficken, braucht der riesige Bosskopf keine Mutter. Um eine Pussy zu ficken, braucht der riesige Bosskopf. Überhaupt, der Plan geht doch gerade auf. Free Spirit hat dem seelenlosen Lauch wieder Leben eingehaucht. Das ist Alpha. Ja gut, dann... Dem Seelen... Also es ist wirklich, man kann... Also egal, was da jetzt noch kommt, aber wenn das in die Richtung geht, was ich denke, dann ist Kolle wirklich krass, weil er überrascht zum einen mit der Reaktion da mit Frederik auf das Ding, auch wenn es in schauspielerischer Kollege abgehobene Manier war, ne? Und jetzt so... darauf zu antworten, ohne zu dissen, sondern einfach zu sagen, Free Spirit hat dem seelenlosen Lauch wieder Leben eingehaucht. Bezieht sich das auf Shindy? Gerade auf. Free Spirit hat dem seelenlosen Lauch wieder Leben eingehaucht. Das ist Alpha. Ja gut, dann lass den auch in Ruhe. Komm, du bist geisteskrank gestört. Ich sag nur alles auf Null, wie die Seiten beim Friseur. Ach, sei leise, Mann, ich schwör. Sei dir der Vortritt gegönnt. Wollen wir doch mal sehen, was deine Ghostwriter können. Ey, das ist ja richtig krass. Das ist, geht das auch noch auf diese Ghostwriter-Thematik? Wollen wir doch... Hör, sei dir der Vortritt gegönnt. Wollen wir doch mal sehen, was deine Ghostwriter können. Das ist ja richtig gut. Wollen wir doch mal sehen, was deine Ghostwriter können. Es ist richtig gut, Digga, wie er diese ganzen Dinge jetzt auch nochmal aufschreibt. Zumindest das Ghostwriting-Thema jetzt auch nochmal in so einem Nebensatz erwähnt. Krass, Alter. Ich muss es gerade erstmal checken, Digga. Ich sag dir, ich muss gerade richtig meine Synapsen sortieren, weil ich jetzt gerade mich darauf einlasse, dass hier Felix gegen Kollega. Also quasi der Felix, der natürliche, die Person Felix gegen den fiktiven Boss. Bei dir der Vortritt gegönnt. Wollen wir doch mal sehen, was deine Ghostwriter können. Geile Scheiße, Digga. Die stehen sich da gegenüber, das sieht aus wie Def Jam, Digga. Def Jam Fights. Oder Mortal Kombat oder so, Digga. K.O. Doppel L.E.G. Aha, Gangster-Style wie Escobar. Es ist der Typ, der letzte Schrei beim Echo war. Ich bring die Legacy zur Vollendung. Und dein Momentum ist im nächsten Moment um. Der letzte Schrei beim Echo war. Ich bring das Momentum und dein Moment ist in einem Moment um. Ach, ich bring die Legacy zur Vollendung und dein Momentum ist in einem Moment um. Ach, guck mal die Blume aus simmerndem Hunsrück. Zück ich die Tech, nein, gibt es ein Unglück. Passanten, sie schreien nicht, weil du stirbst, die finden... Ey, Bro, das dauert. Ich muss jetzt wirklich... Entweder muss ich jetzt... Das ist wirklich gerade krass, weil irgendwie... Ich tue mich wirklich... Das ist voll krass. Also allein das so aufzuziehen jetzt... Also, verstehe ich jetzt richtig, es disst jetzt Kollega gegen Felix. Der fiktive Boss gegen den echten Felix, so ist es. Ja, guck mal, jetzt wirklich, du kannst, ich verstehe schon auch die Kolle-Hater, ich kann schon nachempfinden, wo der Wind herweht von denen so. Dass sie damit nicht klarkommen, der Schauspieler das, der denkt, er wäre sonst was, bla bla bla. Aber du musst dir mal überlegen, wie smart sind die Moves von Kolle, dann, wenn sein Kopf in der vermeintlichen Schlinge hängt. Der kriegt womöglich seinen, ich weiß nicht, nennen es Shitstorm oder der so viele denken, seine Karriere geht in die Brüche. Da kommt ein riesen Ghostwriting-Vorwurf da von angeblichen Ghostwritern, die das erzählen. Da macht eine große YouTuberin das. YouTuber, auch wie Marvin oder ein J-Jiggy, gehen darauf ein, stellen den Boss in Frage. So, ne? Es scheint irgendwie so für viele Außenstehende vielleicht so, dass der Boss Federn verliert und seine Karriere vielleicht zu Fall gebracht werden könnte. Und das ganze Schimmern und das ganze Glitzer alles nur Fassade ist, ne? Und dass er gar nicht so dieser Boss ist. Und was macht er? Er kickt die krasseste Promophase überhaupt.
Er nimmt auf die krasseste Art und Weise den Wind aus den Segeln. Er zieht mit den krassesten Tracks die Leute auf seine Seite und zieht seinen Kopf aus der Schlinge. Jetzt kommt hier der Shindy-Diss, ne? Wieder so ein Riesending. Boah, so ganz Deutschrap redet drüber, Digga. Noch mehr als über die Sinan-Thematik. Was ich, by the way, ein bisschen verwerflich finde, weil die Sinan-Thematik eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Aber da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Und er ist gerade wieder, was heißt in Frage gestellt, aber ein Shindy disst ihn aufs Übelste, ne? Und alle denken, okay, was macht der Boss jetzt? Und er macht wieder was, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Erstens, er nimmt es an, so, auch wenn man das, dem schenke ich noch nicht so krassen Glauben. Also ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Egal, vielleicht bleibt so. Und jetzt roastet er sich einfach selbst. Er nimmt sich selber roasten, ist immer die beste Art und Weise, Wind aus den Segeln zu nehmen und einfach die Angriffsfläche wegzunehmen. Das war auch von Anfang an, so bin ich ins JBB damals gegangen. Digga, wenn ich sag, dass ich ein Klapsenvogel bin, der Angstzustände und Panikattacken hat, was meinst du, was mich das interessiert, wenn du es mir sagst, Digga? Nothing, Digga, ich hab's doch schon. Das ist also wirklich krass. Und dein Momentum ist im nächsten Moment um. Ach, guck mal, die Blume aus zimmerndem Hunsrück zückigt. Aus was zimmerndem Hunsrück? Was ist das? Momentum ist im nächsten Moment um. Ach, guck mal, die Blume aus zimmerndem Hunsrück zückigt. Die Tech 9 gibt es ein Unglück. Passanten, sie schreien nicht, weil du stirbst. Die finden meinen Mantel bloß fly, als ob ich Marvel-Held sei. Also ich kenne natürlich Marvel, so vom Hörensagen, ich weiß jetzt nicht, auf welchen Charakter sich bezieht, aber in der Marvel-World wird es wohl einen geben, der einen Anzug hat, mit dem er fliegen kann, deswegen ist der Anzug Fly. Mantel, sie schreien nicht, weil du stirbst. Mantel, genau, Janis, ein Mantel, ja. Ich finde meinen Mantel bloß Fly, als ob ich Marvel-Held sei. Du willst schießen, hier stehe ich doch versucht. Boah, da kommt noch voll der Beat rein jetzt, Digga. Ich finde meinen Mantel bloß Fly, als ob ich Marvel-Held sei. Du willst schießen, hier stehe ich doch versuch es. Todesfly, als ob es der Kobe Bryant Helikopterflug ist. Free Spirit. Boah, Digga, schon wieder der Kobe Line. Todesfly, wie Kobe Bryant hat er schon mal gefragt. Du willst schießen, okay. Hier stehe ich doch versuch es. Todesfly, wie Kobe Bryant's Helikopter. Du willst schießen, hier stehe ich doch versuch es. Todesfly, als ob es der Kobe Bryant Helikopterflug ist. Free Spirit, NWO, die Themen-Songs waren mutig. Und hier spricht grad nicht Kollege, sondern Felix Antoine Blume. Also scheiß auf dein. Okay, spricht ja nicht Kollege, sondern Felix Antoine Blume. Obwohl er gar nicht. Der heißt auch gar nicht Antoine. Kam doch irgendwann mal raus. Egal, aber ist auf jeden Fall auch schön aufgegriffen auf den einen Song. Was war das für ein Song? Genozid? Oder so ein Song von Kolle, wo er auch am Ende sagt, ihr spricht halt nicht Kollege, sondern Felix Antoine Blume. Mit NWO, die Themen-Songs waren mutig. Und ihr spricht grad nicht Kollege. Alpha-Intro, okay, Alpha-Intro, alles klar, Anlehnung, hab ich verstanden. Kobe Bryant Helikopterflug ist, Free Spirit, NWO, die Themen sind vermutlich, doch ich bin grad nicht Kollege, sondern Felix Antoine Blume. Also scheiß auf dein Bossgelaber, scheiß auf dein Image, Rap, Real Talk, du bist das Ergebnis von Billig-Pap. Obacht, es ist der Drogenboss auf hohem Ross, falsche... Obacht, er disst sich selbst, das ist ja geil, Bro, das, ich schwör dir, ich finde das auch gerade voll sympathisch. Obacht, da kommt der Drogenboss auf hohem Ross. Talk, du bist das Ergebnis von Billigfrag. Obacht, es ist der Drogenboss auf hohem Ross. Falsche Werte für die Kids, Hauptsache Promotop. Ja, Promotop, denn die Straße war mein Lehrer. Ja, ich hab Pep vertickt, alle naselangen Zehner. Der Straßenapotheker mit genialen Strategien. Transferierte Street-Knowledge und wird Marketing-Genie. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde das einfach zu krass. Ich muss sagen, so dann natürlich die Themen, die hier der Felix anspricht, sind natürlich geil. So, ich finde es auch voll geil. Aber die Voice von dem Boss, Digga, das ist einfach unantastbar. Diese Stimmlage, Bro. Straßenapotheker mit genialen Strategien, transferierte Street-Knowledge und wird Marketing-Genie. Ich mein, wer von uns beiden hat Rekorde gebrochen? Bei dir ist bloß dein Ego durch Psychose gebrochen. Digga, oh, das ist so krass, er nimmt sich ja wirklich hops. Ey, das ist das erste Mal, so, was heißt das erste Mal? Aber das ist so... Nicht so, ich meine, der Boss ist ja oft ein volksnaher Mann. Aber das ist so nahbar irgendwie, das ist so sympathisch, sich selber so aufs Korn zu nehmen. Rekorde gebrochen, bei dir ist bloß dein Ego durch Psychose gebrochen. Bei dir ist dein Ego durch Psychose gebrochen, Dicke. Der Weltveränderer, der Aluhutträger, Dicke. Kid, du mit deinen Verschwörungstheorien, life's a bitch, then you die, was empörst du dich so viel? Ey, was empörst du? Life's a bitch, then you die, was empörst du dich so viel? Mit deinen Verschwörungstheorien. Life's a bitch, then you die. Was empörst du nicht so viel? Da, Digga. Du mit deinen Verschwörungstheorien. Life's a bitch, then you die. Was empörst du dich so viel? Ey, was empör ich mich so viel? Ich bin den fucking Tupac-Hologramm. Die Verkörperung von Real. Nennt er sich Genie, er ist als Business.
Ziel. Ich bin den fucking Tupac-Hologramm, die Verkörperung von Real. Nennt er sich Genie, er ist als Businessman geboren und geht gewissenhafter vor als in dem Wissenschaftslabor mit seinem Promo. Businessman geboren? Ich bin als Businessman geboren. Meine Abstellkammer sieht aus wie der Citibank-Tresor. Ja, stimmt, das ist ein richtiger Punkt, Tieftal-Marv. Er nimmt das Shindy voraus. Ja, das ist ja im Grunde genommen das, was... Ja, du hast jetzt nochmal ein bisschen expliziter, spitziger formuliert. Aber das ist ja genau das auch, was ich vorher gesagt habe. Dass wenn du halt, ja, wenn du dich selber roast, es ist wirklich smart, Alter. Es ist natürlich jetzt nicht das Smarteste, sich selber so zu roasten, um dem Gegner halt einfach die Angriffsfläche zu nehmen, ne? Und auch Lines zu nehmen. Wenn jetzt, keine Ahnung, Shindy, nehmen wir an, Shindy hatte eine Psychosenzeile und sieht es und denkt sich, ja scheiße, die kann ich vielleicht jetzt nicht mehr kicken. Hat sich selber gekriegt. Das ist einfach sehr smart, das ist jetzt aber nicht der smarteste way to go, weil das kennt man. Kennt man auch von Eminem, 8 Mile und so, ne? Ich habe es auch im JBB damals gemacht, das ist jetzt nichts Krasses, aber was es so smart macht, ist, dass man es halt überhaupt nicht irgendwie kommen hat sehen. Man hat es eigentlich genauso wenig kommen sehen, wie den Shindy-Diss-Track. Dass er sich selbst disst, das ist schon krass. Er ist Genie, er ist als Businessman geboren und geht gewissenhafter vor als in dem Wissenschaftslabor mit seinen Promophasen. Doch die sind peinlich und wack. Jedes Album heiß erwartet wie der Treibhauseffekt. Was war 2006 mit dem Mike? Jedes Album heiß erwartet wie der Treibhauseffekt. Den Reim Treibhauseffekt auf Sochi, Alter, das interessiert niemanden, aber ich will es trotzdem sagen, damit ich meine Synapsen befriedigen kann. Den Reim Treibhauseffekt auf 2006 hat er auch schon mal gerappt. Und zwar 2004, meine ich, in der RBA-Runde. Ich bin ein Bluthund der Welt und du weißt, ich zerreiß, ich bin die Zukunft der Welt, ich bin die Zukunft der Welt, wie der Treibhauseffekt und das Jahr 2006, ich zieh die Gun und schieß dir dann eine Ladung Blei auf dein Head, egal. Peinlich und wack, jedes Album heiß erwartet wie der Treibhauseffekt, was war 2006 mit dem Mike auf dem Splash, du sahst aus wie ein kleiner Junge, der eine Eistüte schlägt. Was war 2006 auf dem, mit dem, Digga, okay, auch wirklich wunde Punkte packt er aus, finde ich sehr, sehr krass. Auf dem Splash, du sahst aus wie ein kleiner Junge, der eine Eistüte schlägt. Yo, yo, der eine Eistüte schlägt, wenigstens hatte ich die Eier wie ein Greifvogelnest. Und heute sind die Live-Shows so fresh, heiß wie ein Steinofenblech. Bye, bye, ich muss zum Weinprobenfest. Aha. Heute sind die Live-Shows so fresh, heiß wie ein Steinofen. Sind die Live-Shows so fresh wie ein Steinofen. Ach, da kommt die Zeile auch her, die ich unter dem neuen Seitenhieb von Shindy gelesen habe. Weil Shindy hat ja dieses eine seine Tour-Dates gepostet. Und hat irgendwie einen, ja, sehr schlechten Auftritt von Kolle, muss man auch einfach mal sagen, von ihm gezeigt. Wobei ich auch irgendwie kaum glauben kann, dass das ein richtiger Auftritt war, sondern es klingt für mich eher wie so ein Mic-Check oder irgendwie so, ne? Sollte es ein richtiger Auftritt gewesen sein, muss ich auch da, und es hat nichts damit zu tun, dass ich den Schwanz im Mund habe oder mich hier schützend vor Kolle stelle. Wir alle wissen, Kolle ist jetzt vielleicht live nicht der überkrasseste Rapper, so, ne? Aber als ich bei ihm live war, damals in der Stadthalle Offenbach, war das alles makellos, fein, sauber, tippitoppi, Digga. Steinofenblech, bye bye, ich muss zum Weinprobenfest. Aha. Oh. Steinofenblech auf Weinprobenfest. Auch wieder sehr nice. Show so fresh, heiß wie ein Steinofenblech. Bye bye, ich muss zum Weinprobenfest. Aha. Oh, er muss zum Weinprobenfest. Aha. Aha. Er muss zum Weinprobenfest. Oh je. Aha, er muss zum Weinprobenfest. Ja, der hat auch noch die Reime Greifvogelnest. Der ist richtig krass. Wie gesagt, die Eier wie ein Greifvogelnest, Weinprobenfest. Du steckst in einer Zeitzone fest, könnte jetzt kommen. Du sahst aus wie ein kleiner Junge, der eine Eistüte schlägt. Yo, yo, der eine Eistüte schlägt. Wenigstens hatte ich die Eier wie ein Greifvogelnest. Und heute sind die Live-Shows so fresh, heiß wie ein Steinofenblech. Bye, bye, ich muss zum Weinprobenfest. Reime mega. Oh, er muss zum Weinprobenfest. Da mache ich bei dir später aber einen Alkoholtest. Predigt hier Wasser, doch trinkt selber Wein. Labert von Tiere retten und trägt Pimpads dabei. Ja, ja. Ja. Geil, real Rap. Also, Digga, ich finde das wirklich gut. Danny Griffin, genau, du sagst was. Danke für die 100 Bits, my lovely friendo. Du sagst was. Der Shindy hat, was hat der gepostet? Irgendwie ein Pokémon. Ich kenne mich ja überhaupt nicht mit Pokémon. Ich kann dir nicht ein Pokémon nennen. Doch, Jiggy. Jiggy kann ich hier nennen. Und Pikachu. Egal, irgendein Pokémon, was sich selber zerstört oder irgendwie sowas, hat Shindy auch gepostet, gell? Trinkt hier Wasser, doch trinkt selber Wein, labert von Tiere retten und trägt Pimpads dabei. Ja, 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 ich trag Pimpads dabei. Egal was ich mache, ist der Pimpads dabei. Warum immer so
Oh, ich lieb das. Ja, ich trag Pimpels dabei. Egal was ich mache, ich trag Pimpels dabei. Warum immer so ernst, ey, dein Geltungstrang krank. Der Aluhut tut ständig, als wär Weltuntergang. Mach dich mal wieder locker, la wieder locker. Dann bist du auch irgendwann mal wieder bosshaft. Urlaub in Dubai, fliegst du halt mal schnell dahin. Wie viel wird das kosten? Nicht mehr als dein Alpha-Mentoring. Du willst. Auch gut. Auch lustig. Auch lustige Selbstkritik, sich selber auf die Schippe nehmen. Wie viel wird das kosten? Ja, nicht mehr als ein Alpha-Mentoring. Dieses Grinsen auch, ja, das ist schon krass. In Dubai fliegst du halt mal schnell dahin. Wie viel wird das kosten? Nicht mehr als ein Alpha-Mentoring. Du willst wohl sagen, ich hab Fans abgezockt. Mister, ich tick krass als Gangster im Block. Mister Zuhälter. Mister, ich tick krass. Wohl sagen, ich hab Fans abgezockt. Mister, ich tick krass. Mister, ich tick krass als Gangster im Block. Mister Zuhälter, Rapper, tolle Werte sind das. Alpha-Mentoring gab jungen Männern Stärke und Kraft. Ist ja gut, du Hobby-Philosoph. Ich bin Sektenführer, denkt der Vollidiot auf Koks. Alter, ist ja gut, du Hobby-Philosoph. Ich bin Sektenführer, denkt der Vollidiot auf Koks. Es ist wirklich, ich habe auch unter manchen Kommentaren gelesen, ich muss mich ständig wiederholen. Aber es ist einfach unglaublich gut. Ist ja gut, du Hobbyphilosoph. Ich bin Sektenführer, denkt der Vollidiot auf Koks. Macht mir auf Messias und edelsten Spender, Mann. Die Welt ist abgefuckt, das kann auch Felix nicht ändern. Ja, dann nenn mich Hobbyphilosoph. Ja, dann setz dir doch die Spritze, so wie Bodybuilder-Pros. Ich weiß doch, wie du tickst. Deine ganze Fassade dient nur zum Schutz, wie dein Panzerglaswagen. Jetzt kommt Fertility oder was? Ist auf Panzerglaswagen, lass ihr langsam mal starten. Aneinander geraten? Ja, wie beim Tanzgala-Abend. Kannst du gerne haben, hier ein Punch auf die Nase. Votet alle Felix Blume bei den Kanzleramtswahlen. Kein Problem, ich geb dir ganz klar meine. Bitte nicht. Bitte nicht. Ein Punch auf die Nase. Votet alle Felix Blume bei den Kanzleramtswahlen. Kein Problem, ich geb dir ganz klar meinen Haken. Ha, daneben. Der ging voll an mir vorbei, so wie Kamerafahrten. Ey, yo, warte mal gerade. Alles klar, was ist Phase? Wer ist das? Ich kenn doch diese Sklavenvisage. Ich glaub, wir wurden reingelegt. Reingelegt? Ja, königlich reingelegt. Wie Pharaos in Grabsarkophage. Frederik, jetzt bist du von zwei Kanal. Reingelegt? Ja, königlich reingelegt. Wie Pharaos in Grabsarkophage. Sarkophage? In Grabsarkophage? Königlich reingelegt wie Pharaos in Grabsarkophage. Warte mal gerade. Alles klar, was ist Phase? Wer ist das? Ich kenn doch diese Sklavenvisage. Ich glaub, wir wurden reingelegt. Reingelegt? Ja, königlich reingelegt. Wie Pharaos in Grabsarkophage. Frederik, jetzt bist du von zwei Kanada-Germanen zusammengeschlagen. Und zwar zusammengeschlagen. Ey, Junge, das ist wirklich was. Ich muss das wirklich sagen. Also, ich bin ja, das ist wirklich so, wenn du sowas auf die Beine stellst, du brauchst halt wirklich, ich hab's vorher lustig mit dieser Zeile, du brauchst einen kühlen Kopf, wie Serienkiller im Eisfach unterlegt, so. Aber du brauchst wirklich ein gesundes Mindset und einen kühlen Kopf, Digga, wenn du bei dem größten Diss-Track der letzten Jahre vielleicht so, oder einer der größten, sagen wir es so, der gegen dich gerichtet ist und wirklich das ganze Land von dir eine Antwort braucht und du dann innerhalb von zwei Tagen sowas auf die Beine stellst, das kannst du wirklich nur... Das kannst du wirklich nur, wenn du ein krasses Mindset hast, Digga. Jetzt wirst du von zwei Kanada-Germanen zusammengeschlagen. Und zwar zusammengeschlagen. Aufstehen, aufstehen. Was ist das ganzen Tag schlafen? Frederik. Alles gut, was? Ich geb jetzt Ruhe. Grinst nicht so dreckig. Du bist mir... Grinst nicht so dreckig. Letzter Zeit auch zu viel am Träumen, unkonzentriert, Frederik. Ich will gar nicht wissen, was du dir da wieder zurechtgeträumt hast. Ist auch egal. Hauptsache, du grinst jetzt und lässt mich in Ruhe mit dem Fitner-Scheiß und wir haben ein Happy End. Es ist doch wunderbar. Hättet ihr das gedacht, dass das so fruchtet, die Kampagne? Support für Michi? Hättest du nicht gedacht? Er kann es nicht lassen, Dick. Auch wie er so richtig... Er grinst richtig dreckig. Grinst nicht so dreckig, Digga. Dass das so fruchtet, die Kampagne. Support für Michi? Hätte sie nicht gedacht, ne? Es ist schön für Hip-Hop, ja. Nee, ich glaube, unter Umständen könnte sich Hindi von Kollegas Visage hier unter Umständen sehr provoziert fühlen. Hätte sie nicht gedacht, ne? Es ist schön für Hip-Hop, ja. Nee, die machen das Ding jetzt zu. Wir sind froh, da ist wieder ein starker Mann auf dem Platz. Das ist für alle besser. Wir nehmen uns da zurück. Was der Felix draus macht, kann keine Ahnung. Das ist wieder, steht wieder auf dem anderen Blatt. Ja. Was der Felix macht, steht wieder auf dem anderen Blatt. Mhm. Steht auf dem anderen Blatt wie der Diss-Track vom Felix gegen Shindy. Ich versuche den Zaun zu halten. Weißt du, wie der ist?
dreht er manchmal am Rad. Alte Psychotiker. Und dann steht er auch noch immer unter dem Einfluss von seinem toxischen Freund Farid, der Felix. Ich guck, dass ich ihn im Zaum halte. Lass du mich jetzt erstmal arbeiten. Du filmst da noch? Ja, komm. Mach aus. Ich mach aus. Ich mach aus. Ich mach aus. Was für ein toller Traum. Willkommen zurück, Michi. Nice. Boss, wie fühlt man sich? Warum lachen die so? Ja, man fühlt sich schon großartig, ne? Man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Geppetto, der so sein Pinocchio wieder Leben eingehaucht hat. Sei mal ehrlich. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich Shindy wäre, Alter, mich würde das aufs Äußerste provozieren. Und das weiß Kolle. Alter. Stell dir mal vor, du beleidigst jemanden mit deine Mutter und denkst, du übertreibst jetzt gnadenlos, Digga, ne? Und derjenige reagiert so. Großartig, ne? Man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Geppetto, der so sein Pinocchio wieder Leben eingehaucht hat. Sei mal ehrlich. Ey, Junge, da könntest du reinschlagen, ich schwör dir. Mit Dr. Frankenstein, ne? Auf einmal lebt das Ding wieder. Voll nice. Nicht schlecht. Boss, ja, nicht schlecht. Er ist schon stolz. Ja, da Pech, stolz. Alle, das triggert den so hart. Haben was geschafft. Eiskalt wiederbelebt. Schön. Davon muss ich all meinen Freunden erzählen. Wollte ich erstmal den Farid anrufen. Interessant, was Shindy gemacht. Jetzt mal den Farid anrufen. Maschallah. Ich sag, da kommt noch was. Das waren jetzt, vielleicht ist natürlich auch, vielleicht keine Ahnung. Weiß er, wie er Leute verarscht, aber also guck mal. Du hast jetzt einmal kam, wo Kolle sagt, nee, lass gut sein, Deutschrap ist wiederbelebt, bla bla bla. Das hat aber der Boss gemacht, die Kunstfigur. Dann kam dieses Battle jetzt, wo er sich selber geroastet hat. Danach hat er nochmal als die Kunstfigur gesagt, von wegen so, ey, wir machen nix, ich mach nix, aber was der Felix so macht, ja, keine Ahnung. Das war so wieder eine Anspielung, von wegen, vielleicht kommt da noch was. Jetzt kommt, geht er raus und sagt, wir müssen mal den Farid anrufen. Ist eigentlich auch eine Anspielung, dass da was kommt. Jetzt kommt das Schachding, der Schachzug. Das heißt, er hat einen Schachzug gemacht. Könnte man jetzt auch so andeuten, dass man natürlich spekuliert. Es ist auf jeden Fall krass. Ist eigentlich auch ein Anzeichen, dass was kommt. Dann kam gestern, wie gesagt, seine Insta-Story, in der er gesagt hat, dass auch noch irgendwas kommt. Das machen wir ganz zum Schluss. Und ich sag, und ich gebe euch zu 100% mein Wort. Ich weiß von gar nichts. Aber ich bin mir sicher, da kommt was.